Ja, herzlich willkommen aus meinem gemieteten City Apartment in Helsinki und meinem improvisierten Flipchart hier mit dem Thema Affiliate Marketing Erklärung in 5 Schritten. Ich habe mal versucht, das Ganze möglichst verständlich in wenigen Schritten für euch zu erklären. Schritt Nummer 1. Du als registrierter Affiliate bist ja Unternehmer mit Gewerbeanmeldung. Nutzt die vom Vendor zur Verfügung gestellten Werbemittel über das Partnerprogramm, bei dem du dich zum Beispiel über Digistore24 oder über irgendeinen digitalen Marktplatz oder auch physischen Marktplatz angemeldet hast, nutzt diese Werbemittel und dann kommt es zu deiner Hauptaufgabe. Du versuchst so viel, möglichst vielen qualifizierten Traffic für deine Webseiten zu generieren. Das heißt, über Pay-per-Click-Anzeigen, über Blogbeiträge, über Suchmaschinenoptimierung, über Amazon-Ads, Instagram-Ads. Das heißt, du nutzt zum Beispiel dann die Banner die Banner des Vendors oder die generierten Affiliate-Links baust du zum Beispiel unter deine YouTube-Videos ein, auf deine Facebook-Seiten oder in dein E-Mail-Marketing etc. Also du generierst Traffic und dieser von dir generierte Traffic, der landet dann zum Beispiel auf deiner Webseite, wo derjenige zum Beispiel dann das Banner oder den Link sieht und klickt dann auf das Werbemittel, was auf deiner Webseite ist. Das kann eine Landingpage sein, wo du vielleicht noch ein bisschen E-Mail-Marketing machst. Das kann eine ganz normale Blogbeitrag sein oder eine spezielle Affiliate-Seite, wo es halt diese Werbemittel gibt. Dann klickt derjenige dort drauf und wird automatisch von deinem Affiliate-Website-Besucher, wird er dann automatisch nach Klick auf das Werbemittel, wird er zum Vendor-Website-Besucher. Das heißt, er wechselt quasi von deiner vorgeschalteten Affiliate-Seite auf die Verkaufsseite des Vendors. Und wenn er dort das Produkt dann über deinen Affiliate-Link kauft, dann kommt es zu Schritt Nummer 4. Er tut das komplette Affiliate-Netzwerk, das kann wie gesagt zum Beispiel Digistore24 sein, Elopage, Clickbank, JVZoo oder auch Amazon, was auch immer, wo auch immer du die Produkte quasi bekommst vom Vendor. Dort trackt dieses Affiliate-Netzwerk diesen kompletten Vorgang mit. Das heißt, die Klicks werden alle mitgetrackt. Also Tracken heißt, die werden einfach mit analysiert und mit quasi digital verfolgt. Also die Klicks werden getrackt, der komplette Verkaufsprozess inklusive der Upsell-Produkte, das heißt der Produkte, die noch nachgeschaltet werden, um deine Profite noch weiter zu maximieren. Das geschieht alles automatisch im Hintergrund, da kriegt niemand was von mit. Und in Schritt 5 ist dann so, wie gesagt, wenn das Produkt und komplett hier verkauft wurde, dann bekommt der Vendor seine Einnahme und du als Affiliate-Marketer bekommst dann entsprechend deine Provision. Oder wenn du halt Vendor bist, dann bekommst du dann entsprechend deine Einnahme. Ich kann es nur mal ein Beispiel sagen. Es wird komplett ein Videokurs, zum Beispiel im Wert von 297 € beworben, von dir als Affiliate zum Beispiel. Und dann hat der Vendor eine Provision festgelegt. Die ist zum Beispiel bei digitalen Produkten zwischen 15 und 75% Provision für den Affiliate kann das sein. Bei physischen Produkten wie Amazon ist das eher 1 bis 12% in dem Rahmen und bei Dienstleistungen, die vermittelt werden, kann das ganz krass variieren, sage ich mal. Und dann bekommt zum Beispiel von dem 297 € Videokurs bekommt der Vendor, der Hersteller des Produktes, 60% von den 297 € und du als Affiliate bekommst für deine Mühe und für deine Traffic-generierenden kompletten Prozess 40%. Oder oft ist auch 50-50, je nachdem, wie ich es gerade schon genannt habe, in diesen Bereichen liegt das. Bei digitalen Produkten ist die Affiliate-Provision wesentlich höher. Und dieses ganze System, wie erfolgreich die Einnahmen und Provisionen sind, hängt, wie gesagt, an der Art des Traffics ab. Der Besucherstrom quasi entscheidet über deine Affiliate-Marketing-Provision. Jetzt möchte ich abschließend nochmal kurze Definitionen bringen von Affiliate-Marketing. Ich habe das mal wie folgt definiert. Affiliate-Marketing ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen einem werbetreibenden Unternehmen oder Unternehmer, das heißt einem Vendor, einem Merchant, einem Advertiser und einem Website- Blogbetreiber, das heißt du als Affiliate oder Publisher, basierend auf einem vertraglich festgelegten Abrechnungsmodell und Provision, welches über das Partnerprogramm auf dem Marktplatz festgelegt wurde.
Ja, das ist aus meiner Sicht eine Affiliate-Marketing-Erklärung in 5 Schritten. Jetzt bin ich auf euer Feedback gespannt. Welcher Schritt fehlt hier noch oder geht ihr ja konform mit mir? Seht ihr diese 5 Schritte genauso wie ich oder welchen Schritt hätte ich unbedingt hier noch nennen müssen? Wie gesagt, es ist nur eine schnelle Definition, eine Schnellerklärung, eine simple Erklärung von Affiliate-Marketing. Ich würde mich über einen Daumen von euch nach oben freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Christian Beckler. Ciao, ciao.